Hast du schon was richtig krasses gefunden? Gold oder so? Oder Diamanten? Ja, ich habe hier, glaube ich, Gold gefunden. Oh, fett. Dafür brauchst du aber, glaube ich, eine Stahlaxt. Ich mache hier gerade so ein bisschen safe. Der versucht hier das Wasser hochzukommen, aber der kommt nicht. Ja, pass auf, wir können das. Wow! Was ist los? Brauchst du Hilfe? Du musst mit den Monstern scheiße aufpassen, ne? Ich hab beide gekillt. Beide Zombies. Boah, krass, wo sind wir hier? Und wo bist du da unten? Bist du da runtergefallen? Ja, ich komme jetzt wieder hoch. Du musst halt aufpassen, dass du nicht ertrinkst da drin, ne? Du musst immer wieder so ein Stückchen raus, damit du Luft bekommst. Ist gar nicht so einfach, hochzukommen. Ja, oh, da unten ist auch Redstone, cool. Da können wir schon Schaltungen bauen. Schaffst du es? Ich schaff das jetzt. Na, jetzt bin ich auch hier runtergefallen. Fuck, ich Idiot. Na los, ah, oh, ich hänge jetzt hier fest. Scheiße, sind wir beide hier unten gefangen. Es sah in den Let's Plays immer so einfach aus, da hoch zu klettern. Ja, dann ist. Aber ich hab's geschafft. Ist halt Übungssache. Ja, ich hab's auch geschafft. So. Eigentlich wollte ich ja da runter. Irgendwie. Wir müssen eine Treppe runterbauen. Ja. Oder wir bauen uns hier eine Brücke rüber. Warte ja. Kurz. Ich hab Zombiefleisch. Lecker. Das sollst du aber nicht essen. Ich glaube, das ist giftig. Hier, da fehlt noch ein Stein. Wo? Schon okay. Ist aber pingelig. Da hinten ist so ein Creeper. Ich mach. Ah, die sind scheiße gefährlich. Ich box mich jetzt erstmal hier durch. Ja, aber die können explodieren, ne? Hier. Hinter dir. Ja. Ja, musst du mit den Irgendwo Scheiß hab ich doch aufpassen. Irgendwas krasses gefunden gerade eben. Ah, da oben, da ist Gold. Redstone. Da oben ist Gold. Siehst du das? Warte, ich bin schon wieder oben. Warte, Moment. Ich bin wieder hochgelaufen. Oh, ich hab den Torch aus Versehen abgebaut. Warte mal. Guck da oben, siehst du das? Oh ja. Du kannst ja die Quelle mit dem Wasser einfach zubauen, ne? Genau. Ja, hab ich schon. Und hier ist auch Gold. Warte. Ja, da können wir uns ja runtergraben, das mache ich jetzt. Geh mal da weg. Boah, ist vielleicht fast hier runtergefallen. Boah, ist das gefährlich hier. Wir haben jetzt halt überall Lava. Also da brauche ich aber eine Eisenaxt dann, ne? Genau, da brauchst du eine Eisenaxt. Das heißt, hast du Eisen schon abgebaut? Ja, das tue ich jetzt gleich mal weg. Warte, aber ich mache hier noch ein bisschen. Ja, gib mir das mal. Werf das einfach hier auf den Boden. Du kannst es leider nicht in meine Alice-Pack packen. Jo, das war's? Ah, das sind 17, okay, cool. Das ist schon einiges. Dann bringe ich dir gleich eine Eisenaxt runter. Du kannst ja schon versuchen, einen Weg zu dem anderen Gold zu bauen. Und unten war auch noch Eisen und Redstone, glaube ich. Muss mal gucken, ob wir da auch irgendwie hinkommen. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Oh, hier draußen laufen noch überall Zombies rum. Okay. Komisch, ich dachte immer, Wasser und Lava gibt dieses Nether-Zeug. Aber gut. Was für ein Zeug? Ja, dieses, wo du auch das Nether-Portal mitmachen kannst. Ach so, nee, das gibt Cobblestone. Das Nether, das
den schwarzen Stein, Netherrock, den gibt es, wenn es auf stehendes. Ich weiß, also es gibt einen Unterschied zwischen stehendem und fließendem Gewässer. Mhm. Also wenn Lava auf fließendes Gewässer trifft. Passiert nichts. Doch, passiert. Hier sieht es aber nicht so aus. Ja, wenn du die Lavaquelle wegmachst, siehst du, dass der Stein ist drunter. Ah doch, hier stimmt, hier ist es schon zum Links. Ah nein! Ich bin gerade runtergefallen. Lebst du noch? Ja. Was hat er jetzt gemacht? Warum hat er das nicht akzeptiert? So. Ich bringe jetzt eine Stahlaxt runter. Eine Stahlpickaxt. Spitzhacke. Boah, fuck. Ich muss was essen, Alter. Hast du auch so einen großen Hunger gerade? Boah, ich brauche dringend was zu essen. Ich bin fast am Sterben. Ich habe nur 3 Herzen. Scheiße. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich achte nie auf sowas. Das ist immer mein eigener Fehler. Hab ich hier noch, ja, 4 Äpfel. Ich bringe dir sofort was zu essen runter. Ich bin tot. Ist tot? Mhm. Was hast du denn geschafft? Jetzt sind die ganzen Sachen weg, die du dabei hattest, ne? Was hattest du dabei? Ja, alles Mögliche. Aber ich gehe da nicht nochmal runter. Warum bist du gestorben? Weil ich auch nichts zu essen hatte. Eigentlich dachte ich, ich hatte noch 4 Essen und dachte, da passiert jetzt nichts. Und auf einmal sind alle meine Herzen weggegangen, nacheinander. Ja. Ab wann kriegt man denn... Peter, du musst die Tür zumachen. Ab wann kriegt man denn hier... Ich möchte mir alles neu machen, Alter. Behindert. Ich warte, ich geh da runter und hol das Zeug. Geil. Doch, klar. Kennst doch meinen Risikofaktor. Ja, ich Scheiß bin halt ganz unten. Ich war halt dabei, wieder hochzugehen gerade, ne? Mhm. Ne, hier liegt dein ganzer Stuff. Ja, kommst du dran? Ich bin unterwegs. Ja. Ich nutze jetzt einfach das Ding hier als Aufzug. So. Da unten ist ein Zombie, so ein Skelett mit Pfeil. Direkt hinter dir, der schießt. Ah, fuck. Komm hoch. Der wird mich jetzt halt immer wieder hier rausschießen, wahrscheinlich. Nee, gerade ist das. Glaube ich. Hier liegt noch mehr Stuff von dir. Das Schwert und da hinten ist nichts mehr, ne? Nee. Ja, ich sehe halt nichts. Ja, du musst halt noch eine höher, jetzt nach links drehen. Und jetzt hoch. Jetzt gehst du runter. Ich komm nicht hoch. Jetzt doch einfach nach oben gucken und Leertaste gedrückt. Ja, warte, ich hab's halt, hatte die meine Leertaste nicht akzeptiert einfach. Weißt du, was ich meine? Guck in die Wand, genau, und jetzt einfach nur nach. Ja, geht schon. Ich weiß, wie das geht, aber ich hab grad meine Leertaste nicht aktivieren können. Das war richtig scheiße. Ich muss halt zwischendurch mal raus, um Luft zu holen. Noch einmal. Ja, fast. Fast. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jawohl. Ja. Orgasm-like. Ich schmeiß mal meine Sachen wieder hin. Rest brauchst du ja nicht, ne? Verrottetes Fleisch würde ich jetzt an deiner Stelle nicht essen. Nee. Den Rest bringe ich hoch. Warum das denn nicht? Ja, die Torches brauche ich noch. Das sind keine Torches. Die Fackeln? Wo sind die hin? Ja, sind die weg oder was? Nö, die müssen dann hier noch irgendwo liegen. Vielleicht sind die auch nicht in die Lava gefallen, aber ich sehe da unten Kohle direkt unter uns. Siehst du das da drüben? Wo? Da drüben? Oh ja, ja. Aber Kohle brauchen wir halt nicht so dringend, weil wir ja Holzkohle auch benutzen können, ne? Ja, willst du dann schon mal ein paar Sticks und so machen? Weil ich habe halt. Was? Das Holz von mir hast du doch jetzt, oder? Ja. Ja, dann geh mal hoch, mach ein paar Torches, sonst kann ich hier nicht weiterarbeiten. Ja. Ich mache hier und, schon. Und benutzt die Eisenachse wirklich nur, um Gold abzubauen und so, ne? Weil wir halt voll wenig Eisen. Ich hab die Stone Pickaxe, ich stehe die Iron Pickaxe jetzt hier fürs Gold. Genau, und ansonsten nicht. Hier ist auch noch Gold, ne? Guck mal hier. Ja, hab ich schon gesehen. Da oben. So. Wollen wir mal gucken, was Fackeln brauchst du? Kann ich dir mal ausnahmsweise helfen?
Ah. Wie gegen Fackeln? Ein Stäbchen und ein Dingens, sag mal schnell. Keine Kohle. Ja. Komm, das reicht. Ganz unten in die Mitte Oh einfach setzen. ja, passt. Ich habe jetzt 24 Fackeln gemacht, das reicht ja erstmal, oder? Ich denke, ich hoffe. Ich hoffe auch. So, ich bringe den Scheiß jetzt runter. Brauchst du noch was? Neue Äxte oder so? Ja, ich habe noch eine Stein und eine Eisen und eine Holz. So, erstmal aussortieren hier. Eisen, Pflasterstein, Kies braucht kein Mensch, Erde, nur Scheiße hier und verrottetes Fleisch. So. Alter, du halt mal Shift gedrückt. Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du nicht von Kanten runterfallen. Naja, ist schon mal gut zu wissen. Hier. Komm mal hier runter. Danke sehr. Hier, noch Fackeln. Junge, wie viel Fackeln hast du denn gemacht? 24. Ja, sehr gut. So, wieder hoch hier, dann hole ich noch ein bisschen Holz. Dumm, die dumm, die dumm. Shake that ass for me. Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt singen. Aber ich kann es nicht. Draußen ist es am Schütten wie Sau. Ja, egal, ich muss nochmal so noch mal ein bisschen Video bearbeiten hier. Bis gleich. Okay. Holzfällen war angesagt. Mal schauen, mal schauen. Und die Bäume hier wachsen echt mega schnell. Also wir haben jetzt Gold, ja? Cool. Ist die Frage, was machen wir mit dem Ich habe jetzt Gold? auch hier Kohle gefunden. Oder was ist Ja. das? Schwarzes Kohle. Ja, Kohle. Der Martin hat mich gerade angeschrieben, also der von gestern, was noch passiert ist, und dann habe ich ihm erzählt, dass wir nochmal gestorben sind. Er hat nämlich bei DayZ gestern ein böses Erwachen. Sind von Zombies überrannt worden. Nein, 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 ich sterbe. Oh Mann, Alter. Warum? Verdammt. Was passiert? In die Lava gefallen, Mann. Dennis, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ich kann da nicht mehr raus. Normalerweise kann man da mal wieder raushüpfen. Du musst. Leertaste ganz lange gedrückt lassen. Ich habe mehrmals gedrückt. Ne, nicht mehr, Ja, man hat lange gedrückt lassen. das weiß ich jetzt auch. Dann schwimmst du nach oben, dann schnell zum Rand und dann, wenn du Glück hast, kommst du noch schnell genug raus. Jetzt sind alle Sachen, die du dabei hattest, und das ganze Gold. Kriegt man die gar nicht mehr wieder? Wenn die verbrennen. Zahlen sind daneben gefallen, aber du bist natürlich mitten reingefallen wahrscheinlich, ne? Also ungefähr.
Ja, deswegen musst du halt auch, wenn du in den Höhlen gehst, immer relativ regelmäßig wieder nach oben latschen und die Sachen zwischenparken in der Truhe. Oder dir da unten eine Truhe hinstellen, die dazwischenparken.